Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zum Donnerstag-Video. 20 Uhr bin ich natürlich wieder live, da gehen wir rein in Rap La Rue. 23.30 Uhr bin ich live und gehen die neuen Songs, die heute rauskommen. Wir haben einen neuen Song von Bones mit Trettmann und Yakari ist zurück. Bin sehr gespannt, wie das jetzt auch mit der ganzen Mucho und Life is Pain Sache wird. Das könnte unterhaltsam werden. Jetzt kommen wir aber zu dem neuen Song von Amo featuring Nemo. Vor 3 Wochen hatten wir schon einen Song mit Sufjan, Nemo, Amo und Eamon. Da hatten wir auch die beiden schon, aber diesmal ist es ein Solo-Song. Der letzte Der letzte Song war Milano von Amo vor 2 Wochen. Ich hatte das hochgeladen, leider hat es keinen interessiert, deswegen habe ich es wieder privat genommen, weil ein paar Leute hatten gefragt, wo die Reaction ist. Hat irgendwie keinen gejuckt nach 5 Stunden, von daher habe ich das wieder offline genommen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der neue Song wird. Ein paar Zuschauer hatten mir auf Instagram den Song schon geschickt und mir war da eine Sache schon aufgefallen, und zwar der Beat. Ihr müsst da auf jeden Fall mal abchecken, weil ich habe den Song nicht mehr so ganz im Kopf, aber auf dem Jules-Album 2018 gibt es diesen Song und der hatte, glaube ich, am Anfang so ein bisschen Ähnlichkeiten. Daran hat mich das Ganze ein bisschen erinnert, aber sind wir mal ehrlich, es ist halt einfach ein Afro-Trap-Song, der ein bisschen emotionalere Melodie hat, sag ich mal. Produziert ist das Ganze von SVRN Beats, der Song heißt Rapstar. Okay, Video ist von Tylo, Mix von, auch von ihm, und Master ist von Lex Barkey. Okay, ich bin mal gespannt. Nemo, absoluter, also braucht man nichts mehr sagen, Künstler durch und durch. Amo, ein Typ, der, ich muss sagen, seinen Hype und alles sehr, sehr gut nutzt. Also wirklich nichts irgendwie übertreibt, übersättigt oder so. Klar, er droppt auf jeden Fall sehr oft, was sehr wichtig ist. Aber ich finde, er droppt sehr viel Abwechslung. Von daher sehr nice. Und jetzt gehen wir rein. Ja, wegen den Drums dachte ich das direkt. Und ich glaube auch, diese Akkordfolge ist so ein bisschen melancholisch, genau wie bei dem. Aber im Endeffekt, wie gesagt, ist es ein Afro-Trap. Okay, der Unterschied ist auf jeden Fall, ich glaube, dieses Vocal gibt es zum Beispiel nicht. Und ich glaube, bei dem Jules-Ding waren so Percussions im Hintergrund, die so ein bisschen noch mitgespielt haben, ne? Okay. Erzähl dir von dem, was ich fühle. Erzähl dir Geschichten von früher. Represent meine Stadt von der Bühne. Wie Kollegen, ich rette nur Brüder. Ey, ich finde das so lustig, ne? Weil mir ist bei Rap La Rue aufgefallen, als die Ghetto-Hausrunden waren, alle waren genervt, richtig genervt. Niemand hatte Bock darauf. Dann kamen die Straßen- und die Pop-Runden und auf einmal lese ich voll viele Kommentare. Ja, Ghetto-Haus war schon geiler, ne? Hat schon mehr Spaß gemacht, war schon cooler. Da sieht man schon, es ist halt einfach der Zeitgeist gerade, ne? Klar ist es vom Ding her sehr übersättigt, aber trotzdem macht es halt Spaß. Und deswegen mag ich diese Musikrichtung, also die Instrumentals zumindest fast immer. Bei den Songs ist halt Geschmackssache, ne? Ich find, das harmoniert auf jeden Fall gerade schon mal schön. Na, Amo weiß, was früher, er tut. Früher, represent meine Stadt von der Bühne. Wie Kollegen, ich rette nur Brüder. Torwit, sag immer wie Habib in der Branche, so wie ein Schüler. Ball wie Thierry Henry, Champions League, Topscorer, ich bleib der Führer. Warum sagen jetzt alle Thierry Henry? Seit wann ist das jetzt wieder so ein Wort, das alle benutzen? Junge! Okay, schöne Melodie. Also er geht echt schön mit der Melodie. Henry, Champions League, Topscorer, ich bleib der Führer. Obwohl Mahal meine Reise hindert. Vom feines Kristall und Geisel zittern zu Diamond Glitzer. Reines Schicksal, keine Hipsters, wir bleiben Ninja. Reines Splitter, teile Zimmer, keine Einzel, keine Hipsters, wir bleiben Ninjas. Okay. Reichen Kinder, alte Freunde im Nacken finden mich heute cooler Sachbi als ein Eisgewitter. Wir sind zwar gefangen in der Hood, doch wir taumeln noch rum, wenn es regnet. Lauf allein und ich atme die Luft. Guck, die Kids haben gar kein Benutzen. Ich finde die Melodie echt schön, Mann. Ich hab den Song von Jules jetzt nicht mehr im Kopf. Ich weiß nicht, ob das auch eine Anlehnung daran ist. Aber ist ja in letzter Zeit, sag ich mal, oft, ne? Jules, keine Ahnung, wie er jetzt ausgesprochen wird, ist ja eine sehr große Inspiration, muss man einfach sagen, so für die letzten 1,5 Jahre gefühlt so. Von daher, ist halt so, ne? Ganz ehrlich, wir haben so viele Jahre Ami-Rap und so weiter nachgemacht, gehört und sonst was, so von hier bis da. Ist okay. Wir drauf, stoppen, sammeln Verfahren und Probleme. Täter tragen ihr Knarren für Schutz und sie gehen über Leichen für Knete. Kein Job, kein Fleisch, nur Brot. Was reicht, mein Geld, es reicht nur so. Hey, wie sieht Nemo aus? Es sieht nicht leicht für sie, nicht leicht für uns.
ich mag Nemo einfach. Das ist einfach ein Typ, der hat eine unglaubliche Energie, finde ich. Eine unglaubliche kreative Ader, künstlerische Ader, die einfach immer besonders klingt. Und ich finde irgendwie, der sieht alle Wochen gerade anders aus. Jetzt hat er anscheinend so lange Haare nach hinten, oder was? Okay. Kein Job, kein Fleisch, nur Brot. Was reicht mein Geld? Es reicht nur so. Mama war allein erzählt, nicht leicht für sie, nicht leicht für uns. Dieses Melancholische auch in den Zeilen, ne? Mama und so weiter. Klar, wie gesagt, man kann jetzt auch sagen, so von den Zeilen her, man hat das sehr, sehr oft gehört und so. Aber ich finde, Nemo ist einfach ein Typ, der verpackt das einfach künstlerisch. Wisst ihr, was ich meine? Rapstar. Gestern Händler, Vector, Chef Barsch, heute Geldmacher, Rapstar. Ich bin so gespannt. Boah, der Song geht einfach 4 Minuten 24. Holy, habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Ich bin so gespannt, wer nächstes Jahr von den ganzen Künstlern, die jetzt, wie gesagt, aus Rap LaRue, aus Icon und so weiter, wirklich einen stabilen Weg gemacht haben und einen guten Hype aufgebaut haben, wer nächstes Jahr noch so am Start ist. Weil ich glaube, dieses Jahr, ey, wir haben schon ein paar, die da wirklich Vollgas geben und ich gönne denen das, ehrlich. Also man merkt, die geben wirklich, wirklich Herzblut da rein und ich hoffe, das klappt auch, ne? Heute geht nach Rapstar. Oh no, Bullen kommen, renn. Ah, die Beine haben Turbo. Rund um die Uhr acht nehm. Denn wir halten uns spurlos. Kripo lauert im Tuareg. Wolf am Kulo. Fuck, er riecht Mella Musto. Spio, Puto. Rip, Keller, Fahrräder. Heute Hit, make ein Alemann. Bricks in mein Werdegang. Sind heute Bricks in mein Accessoire. Sicht. Ja, der Text, ne? Wie er das erklärt, so. Also, ich muss ehrlich sagen, ist auch irgendwie eine eigene Art, so tatsächlich. Die Bricks und so weiter, dass die jetzt einfach. Ey, ich kann es gar nicht wiederholen, so richtig, ne? Also, das ist einfach. Heute Hit, make ein Alemann. Also, ne, das versteht man ja alles so, aber diese Art finde ich echt cool. Mein Werdegang sind heute Bricks in mein Accessoire. Dich, die Amnesia. Hits, bring bei Ideal. Nicht drauf geachtet gerade, Alter. Ey, das, boah, ich hatte einfach Augen zu, ne? Also er geht da und wird dann von sich selber erschossen. Okay, das könnte kann man viel interpretieren, ne? Rein erzählt, nicht leicht für sie, nicht leicht für uns. Vergesse niemals seine Männer jung. Nimm euch alle mit, egal wie weit ihr kommt. Komm. Rapstar, Rapstar, Rapstar. Kein Job, kein Fleisch, nur Brot. Was reicht mein Geld? Es reicht nur so. Mama war allein erzählt, nicht leicht für sie. Ich muss auch ehrlich sagen, ne, so diese Gruppe, diese Gang ist auch eine gewisse Ästhetik. Also irgendwie passt das so. Gio jetzt hier auch noch und so weiter. Ne? Ich muss sagen, das passt alles. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, gerade jetzt Richtung Winter. Da freue ich mich extrem drauf. Weil ich muss sagen, ich bin jetzt langsam so aus dem Sommer, na, noch nicht raus, noch nicht. Aber ich freue mich, weil so Mucho La Cassette, ne, so diese Straßenrichtung, wird im Winter, habe ich so das Gefühl, auf jeden Fall wieder so ein bisschen interessanter. Und ja, wenn die Jungs auch noch auf sowas. Das wird glaube ich, sehr cool. Erster Winter, wo ich mich freue. Sonst freue ich mich nie auf den Winter, Mann. Die nicht leicht für uns. Vergesse niemals seine Männer, Jungs. Nimm euch alle mit, egal wie weit ihr kommt. Komm jetzt. Rapstar. Was kommt jetzt noch? Das ist doch eigentlich wahrscheinlich sein altes Ich, oder? Oder? Probleme sind da, um die guten Tage zu erkennen. Ja, man könnte auch sagen, Krankheiten und so weiter sind da, um zu schätzen, wenn man wirklich gesund ist. Oder Einsamkeit ist dafür da, um zu schätzen, welche Menschen einem wirklich wichtig sind und so. Na ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber 3 Minuten ist schon vorbei. Was passiert denn jetzt noch eine Minute? Boah, ich höre dich nicht mehr. Ich höre gerade Rapstar. Jetzt mache ich einmal durch diese hier Parkos, damit ein bisschen so für Effekt im Video sind. Ach so, ist so ein bisschen Making Off oder was? Gut reinschneiden, mein Freund. Mein Freund! Will Forzaun! Ammo nimmt dich im Handumdrehen? Der Broschür bei meinem Wagyu Steak. Ah! Handumdrehen, Wagyu Steak. Ah! Polen Briefe gehen auf die Nerven wie Zahn-OPs. Gehen auf die Nerven wie Zahn-OPs. Ah!
Okay, weil meine nice. Musik gut Fluss macht, spiel ich seit neuestem mit Gucci schon Fußball. Oh Mann, jetzt hab ich Bock auf die Battles bei Rapleria. Yuga, Union, brutal, Yu-Gi-Oh, Fusion, kuriose Zustand. Ey, dieses, wenn jemand mit so einer hohen Stimme so hoch geht, ne? Ja, ne? Ich hab da immer Haaland-Vibes. Das ist so voll in meinem Kopf, ich hab keine Ahnung warum. Brutaler Beat, ne? Dafür dachte, wir haben Masken, doch kein Karneval, der Massari und Gießen, so wie Pasta mit Parmesan. Dass ein Wesen brennt, so wie Bauchplatscher, Rauchganja, Zigarre-Amnesia, kein Kautabak. Schem, schem, weißes Puder glänzt, wenn ich mit meinem Bruder häng, schwing ich meine Fahne hoch wie Fußball. Boah, die Adern! Geil! Ich finde, der macht, ich finde auch, der macht einen sympathischen Eindruck. Also bis jetzt habe ich noch nie so den Eindruck gehabt, dass der irgendwie unangenehm ist oder so. Rapstar. Geile Song, ey. Oh, er freut sich. Oh, das ist mal eine Seite, die ich sehen wollte. Schuhe fallen lassen. Abi! Bitte schön. Hei, hei, hei. Warum filmst du mich? Das ist mein Job. Ich möchte es nicht. In welcher Gegend läuft der da rum, ja? Das sah teuer aus, das sah teuer aus. Sympathisches Outro, Mann. Muss ich ehrlich sagen. Also, schön, schön. Ich mag's. Wie gesagt, Beat hat ein bisschen Ähnlichkeiten zu Jewel. Bei dem Rest, keine Ahnung mehr, ist zu lange her. Habe ich jetzt auch nicht nochmal gehört, den Song. Ist mir auch eigentlich egal. So, entweder die machen stabil oder nicht. Und ich muss sagen, es war stabil. Es war schön. Nemo, absolute Maschine. Wie gesagt, ich wüsste immer noch gerne, was mit Psy ist. Warum Psy und Nemo irgendwie getrennte Wege gegangen sind. Es war für mich ein Traum. Ich wollte ja bei denen mal im Studio dann vorbeischauen, aber das hat sich dann alles irgendwie... Ja, wir sehen uns 20 Uhr, wenn ihr Bock habt, zu Rap La Rue oder 23.30 Uhr zu den restlichen Releases. Ich freue mich. Macht euch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Peace.